Wuff. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Ich war gestern beim Aqua Genera Europa Lifestyle mit dabei und ich habe mir ein paar Pflanzen gekauft. Das heißt, was habe ich heute mit dir vor? Ich würde eigentlich gerne gucken, ob die Pflanzen alle bei mir heil zu Hause angekommen sind, ob es irgendwelche Transportschäden gibt. Das heißt, ich würde die Pflanzen, guck mal, unten sieht das vielleicht noch, die Pflanzen in Ruhe auspacken. Genau angucken, die kleineren Pflanzen, wie zum Beispiel sowas hier, würde ich direkt aus der Erde nehmen wollen. Die größeren lassen wir erstmal noch ein bisschen stehen. Genau, das heißt, mach's dir gemütlich, hol dir was zu trinken, mach dir was zu essen und los geht's, oder? Und das heißt, wie ging es halt erstmal los? Das heißt, ich bin um 5 Uhr morgens aufgestanden. Für mich als kleine Nachteule. War das halt ein unglaublicher Trip. Das heißt, normalerweise, das war auf dem Samstag, normalerweise wäre ich 5 Stunden später aufgestanden, irgendwas so um 10 Uhr. War schon ziemlich hart. Ja, guck mal, währenddessen kann ich ja schon mal die eine Pflanze aus der Erde nehmen. Ne, dann machen wir das so ein bisschen gleichzeitig. Und das ist eine Anthurium croatii corrugado. Und zwar habe ich mir diese Pflanze gekauft. Weil es halt mal eine komplett andere Blattstruktur ist. Genau, deswegen habe ich sie mir eigentlich überwiegend gekauft. Das heißt, sie hat nicht irgendwelche Streifen, sie hat keine Bumper. Also gut, Bumper hat sie vielleicht auch, ne? Seht ihr ja vielleicht so ganz sachte. Oh, wie geil das Blatt aussieht mit der Beleuchtung, oder? Deswegen habe ich mir die gekauft. Das heißt, gucken hier eigentlich hier unten schon irgendwelche Wurzeln raus. Nee, das sind eigentlich nur Steine. Genau, hier ist nur bezahlt. Genau, jeder, immer wenn man eine Pflanze gekauft hatte, hat man hier so einen kleinen Bezahlsticker bekommen. Und damit man halt wirklich sieht, okay, die Pflanze ist bezahlt und dann konntest du damit halt machen, was du möchtest. Genau, das ist die erste Pflanze, die würde ich jetzt aus der Erde nehmen und dir weiter erzählen, wie mein Tag war. Genau, das heißt, ich bin um 5 Uhr morgens aufgestanden. Na gut, lass es 5:10 Uhr gewesen sein. Um 5:30 Uhr war ich im Auto. Das heißt, ich bin dann die 3 Stunden, 3,5 Stunden waren es, glaube ich, hingefahren. War eigentlich ziemlich in Ordnung. Ich glaube, hin geht es bei mir immer sehr viel schneller als zurück. Gut, es waren auch gerade Sommerferien, von daher war die Autobahn sowieso frei. Warte. Und genau. Also ging eigentlich hin, war eigentlich gar kein Problem, weil um 5 oder um 6 Uhr morgens ist auf der Autobahn eigentlich immer nicht so viel los. Da kann man dann irgendwie schön geradeaus fahren. Genau, wir waren dann, oder ich war dann morgens. Gut, wir haben dann vorher noch eine Pause gemacht, weil wir halt wirklich zu früh waren. Ich glaube um 9 da. Kurz nach 9, wir haben aber noch eine kleine Tankpause und Beinausstreckpause gemacht. Genau, waren dann auch, glaube ich, mit wirklich die ersten da. War eigentlich ganz cool, weil dann konnte ich halt schon mal so das Intro drehen, konnte schon mal ein bisschen für mich selber noch mal ein bisschen rumgucken und mal so ein bis zwei Sachen noch drehen, die ich halt schon vorhatte. Ne, das macht sich irgendwie immer ganz gut, wenn man so der Einzige im Raum ist. Ich tue mich da irgendwie immer noch so ein bisschen schwer. Zu filmen, wenn Leute dabei sind. So viel Selbstvertrauen habe ich da noch nicht, dass ich da mit der Kamera oder mit euch rede und alle anderen gucken mich so doof an, was ich da gerade mache. Kommt noch. Genau. War eigentlich ganz cool, weil dann konnte ich mir den Laden halt schon mal so ein bisschen angucken, schon mal so, okay, also mal so gucken, okay, für welche Pflanze interessierst du dich denn? Oder konnte ich da schon mal eine Pflanze, habe ich mir glaube ich vorab schon gekauft, das war dieses kleine Schätzchen hier. Genau, das sind die Wurzeln davon, sieht eigentlich ganz cool aus, ganz cool und auch ganz, ganz gesund aus. Das heißt, mit der ersten Pflanze sind wir hier schon fertig. Was ich aber brauche, ist dieses kleine Namensschild hier, weil sonst weiß ich wirklich nicht mehr, was für eine Pflanze das war. Genau, dann haben wir oder dann wurde uns erzählt, dass der Start der Live-Auktion auf 11 Uhr verschoben wurde. Fand ich eigentlich persönlich sehr viel angenehmer, denn für alle diejenigen, die da halt wirklich 3, 4, 5 Stunden hin brauchen, ist halt 9 oder 10 Uhr echt eine Aufgabe.
Und 11 Uhr fand ich da wirklich sehr viel, sehr viel, sehr viel schöner, ja, sehr viel humaner zumindest. Weil dann hätte ich irgendwie 11, 10, 9, 8, halb 7 losfahren müssen. Wäre irgendwie sehr viel angenehmer gewesen. Genau. Die zweite Pflanze, die ich mir gekauft habe, habt ihr ja vielleicht schon in dem letzten Video gesehen, in meinem 5 Pflanzen, die ich bei mir gerade aktuell töte oder getötet habe, Video. Ich habe mir noch eine kleine Spiritus Sancti gekauft, weil ich liebe diese Pflanze. Ich will halt unbedingt, dass die bei mir funktioniert oder dass das klappt mit der. Von daher musste ich halt einfach zuschlagen. Ich glaube, ich hatte für meine, die eingegangen ist, ich glaube, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, 80 € oder so bezahlt. Genau, 160 insgesamt zusammen mit dem Delta-Pfort. Genau, und die hat, glaube ich, 40 gekostet, ist, glaube ich, doppelt so groß wie die ich vorher hatte. Kann man nicht meckern. Genau, deswegen hatte ich sie mir gekauft. Ich glaube, die andere vorher hat auch 40 gekostet, aber das habe ich dir bestimmt alles in dem letzten Video oder in das Video geschrieben. Genau, also dann ging die Live-Auktion halt auch schon irgendwie los. Ich habe mich dann überwiegend außen oder draußen aufgehalten. Weil ich komme mit dieser sehr hohen Luftfeuchtigkeit nicht so wirklich klar. Oder es ist dann halt sehr schnell, sehr anstrengend. Und wenn man dann halt schon vorher weiß, dass man da irgendwie 3, 4 Stunden in diesem Gewächshaus da sitzt, dann nutze ich dann eigentlich jede Gelegenheit, um nochmal draußen ein bisschen frische Luft zu schnappen. Gerade wenn man dann irgendwie 3,5 Stunden gerade Auto gefahren ist. Ich hätte die Pflanze gestern nicht gießen sollen. Naja, egal. Genau, dann ging die Auktion auch schon los, Punkt 11 Uhr. Ich fand diesen älteren Herrn, wie heißt das, der die Pflanzen vorgestellt hat, fand ich wirklich sehr sympathisch. Er hat da wirklich Sachen rausgehauen, die waren schon wirklich sehr lustig. Ich glaube, eine Sache, die habe ich, glaube ich, nicht mit aufgenommen. Da war ich denn nicht schnell genug. Und zwar hatte der Herr eine sehr stark variegierte Pflanze in der Hand. Lass es irgendeine kleine, sehr, sehr kleine variegierte Pflanze in der Hand. Und dann hatte der Herr hat gesagt, ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, 60, 70, 80 € für diese chlorophyllarme, für diese sehr kleine chlorophyllarme Pflanze. Genau, also er hat das halt wirklich sehr gut und sehr sympathisch halt rübergebracht. Er hat auch so ein bisschen mit den Leuten da so ein bisschen interagiert. Genau, also wirklich sehr, sehr sympathischer Herr. Der Vormittag, also gut, das hat sich aufgeteilt in den Vormittag und den Nachmittag. Das heißt, um 12:30 Uhr gab es Pause. Das heißt, draußen gab es dann noch Kaffee, Kuchen und Rostbratwürstchen, konnte man sich da kaufen. Ich glaube, das Rostbratwürstchen hat, glaube ich, 2 € gekostet. Ich weiß gar nicht, was ich für den Kaffee und das Stück Kuchen bezahlt habe. Genau, konnte man sich dann draußen halt, Dreiviertelstunde gab es Pause, konnte man sich da hinsetzen und ein bisschen entspannen. Der Nachmittag fand ich sehr anstrengend. Weil wir hatten dann, zumindest auf der Rückfahrt, hatten wir im Auto 34 Grad und mit so einem vollgefüllten Bauch. Und dann lass es irgendwie 25, 30 Grad gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Und dann in so einem Equagenera-Gewächshaus fand ich wirklich extrem heiß. Also so schwitzend heiß, dass man da gesessen hat und man hat dann losgeschwitzt. Obwohl irgendwie schon Durchzug und die Decken waren zu. Aber hat halt irgendwie alles nichts gebracht. Aber nichtsdestotrotz, man hat halt erstmal so ein bisschen leichter angefangen mit so ein paar Pflanzen, um halt erstmal reinzukommen. Okay, was wollen denn überhaupt die Leute? Genau. Fand ich aber auch eine sehr schöne Taktik. Der Alex, ne, den habt ihr, glaube ich, höchstwahrscheinlich auch im Video gesehen. So hieß er, glaube ich. Den ihr halt auch immer in diesen Instagram-Videos seht. Ich glaube, der hatte ein blaues T-Shirt an. Auch ein sehr sympathischer Herr, konnte sehr gut verkaufen, habe ich gemerkt. Das heißt, er hatte wirklich eine sehr große oder sich um eine sehr große Auswahl bemüht, dass die Leute halt wirklich immer unterschiedliche Pflanzen hatten. Mal hattest du eine kleine Pflanze, dann hattest du mal eine Orchidee,
dann hattest du mal eine sehr große Pflanze oder man konnte dann halt auch zwischenrufen, wenn man gesagt hat, ey, ich möchte gerne noch so eine oder habt ihr die vielleicht noch in klein, groß und in mittel, dann wurde darauf Rücksicht genommen und wurde dann halt die Pflanze besorgt und dann konnte man halt so mitbieten. Ich glaube, angedacht waren eigentlich eher, dass die Pflanzen ab 2, 5 oder 10 Euro anfangen und man dann hochbieten konnte. So habe ich es zumindest verstanden. Aber man ist dann dazu übergegangen zu sagen, nee, die Pflanzen haben den Fixpreis, das heißt irgendwie 30, 40, 20, 10 Euro. Und dann wurde meistens in ein, 5, in 1 Euro oder 5 Schritten hochgegangen. Genau, fand ich eigentlich auch sehr, also fand ich wirklich in Ordnung. Nichtsdestotrotz waren die, also ich fand die Preise wirklich sehr günstig, zumindest so das, was man da so mitgekriegt hat. Also zum Beispiel so diese Spiritus Sancti hat mich jetzt 40 Euro gekostet. Ich hatte sie damals für 80 gekauft. Die große Pflanze hier zu meiner Linken, die hat 140 gekostet, angefangen bei 90? 80? Weiß ich gar nicht mehr. Also irgendwas zwischen 70 und 90 Euro hat die Pflanze angefangen, die hier. Und da war ich dann hartnäckig und bin halt dabei geblieben, weil ich wollte die Pflanze unbedingt haben. Dann gab es noch einen Crawler, also eine richtig große Pflanze. Ich weiß wirklich nicht mehr, was das war. Ich habe es aber alles auf Video. Die ist für 70 Euro weggegangen. Da dachte ich mir so, boah, scheiße. Aber für die findest du halt, also für die findest du halt wirklich echt keinen Topf. Das tut mir jetzt halt so im Nachhinein so ein bisschen leid, dass ich die nicht doch irgendwie, dass ich da nicht mitgeboten habe, ne? Aber wenn man dann halt so wirklich auf die Größe hier einen Crawler hat, die auf der Erde wächst, du findest halt dafür echt keine Töpfe oder die Pflanze sieht dann halt so aus, dass du hier den Topf hast und dann wächst diese Pflanze so über diesen Topf rüber, das finde ich immer nicht schön oder du musst dir dann halt versuchen, irgendwie rumzubiegen. Deswegen habe ich auf diese Pflanze nicht mitgeboten und ich muss wirklich gucken, wie ich diesen Raum jetzt umgestalte. Da können wir vielleicht auch nochmal ein Video machen. Denn um diese Pflanzen jetzt hier hinzustellen, das ist das große Monster und das hier, müssen mindestens drei Pflanzen hiervon weg. Oder ich muss ein bisschen umräumen, dass ich mehr Platz habe. Ja, wird eng. Gucken wir mal. Wir machen weiter. 12 Minuten, wir sind gut in der Zeit. Das heißt, eine andere Pflanze ist die hier. Die musste ich unbedingt nehmen. Was es ist, erfährst du gleich, wenn ich das alles entfernt habe. Genau, diese Pflanze, die eine Verkäuferin hat mir dennoch geholfen oder hat dann diese Pflanzen noch so sehr schön eingepackt. Denn gerade bei den größeren Pflanzen, die musste ich halt einfach hinlegen, ne? Und wenn du dann halt irgendwie hier so einen großen Topf hast und du legst die halt hin, da fällt dir halt das ganze Substrat halt raus. Und das wollte ich nicht, weil ich wollte es nicht das ganze Substrat im Auto haben. Hat es halt wirklich sehr gut verpackt. Also ich habe, glaube ich, kein einziges Erdkrümelchen in meinem Auto gefunden. Genau. Was ich sehr schön fand, dass diese große Auswahl, die der Alex da rausgesucht hat, fand ich wirklich sehr schön. Also man konnte dann halt auch wirklich noch sagen, was man haben will, wenn man dann auf irgendwas gewartet hat oder halt auf irgendwas anderes. Fand ich sehr schön, dass man dann halt auch noch Wünsche äußern konnte. Dann wurden die Pflanzen dann halt rausgesucht und dann meistens beim nächsten Mal, ihr seht das jetzt gar nicht, ne? Guck mal, ich mache jetzt hier gerade dieses Gestrüpp hier ab, diese Halterung hier. Dann wurde darauf Rücksicht genommen und spätestens bei der nächsten Pflanze wurde die Pflanze dann halt vorgestellt, die man haben wollte. Dann konnte jeder mitbieten. Genau, und Alex hat dann eigentlich immer in der Zwischenzeit, also der Herr mit diesem blauen T-Shirt, hat dann halt so on the fly den Startpreis genannt und ab dem konnte man dann halt mitbieten, ne? Fand ich sehr schön. Es war jetzt halt auch für mich so die erste Auktion. Deswegen fand ich das halt, was mir halt aufgefallen ist, ich finde Aequagenera hat halt so viele Pflanzen, dass man halt wirklich so den Überblick verliert. Es ist wirklich unglaublich, wie viele Pflanzen da stehen, dass man so ein bisschen sehr schnell übersättigt ist, hatte ich zumindest das Gefühl. Das heißt, man sieht sich sehr schnell satt.
Und was ich an dieser Live-Option sehr schön fand, oder dass es halt noch mal ein bisschen was anderes ist, wenn einem die Pflanzen präsentiert werden, dass denn der Herr denn dir vielleicht noch ein paar Hintergrundinfos gibt, oder wenn es eine bestimmte Gattung ist, oder es gibt da noch eine andere Version, eine andere Variante davon, eine Narrow und eine, keine Ahnung, das Gegenstück davon, dann werden dir vielleicht gleich beide Versionen präsentiert und dann kann man direkt den Unterschied sehen oder und sowas. Das fand ich persönlich halt wirklich sehr faszinierend. Ne, dann wurde halt auch erklärt, wenn Anthurien halt, gut, das ist jetzt, wenn Anthurien irgendwie immer, sieht man es hier im Hintergrund? Nee, ne? Doch, da vielleicht so ein bisschen, ne? Meine Insigne Gigante kriegt hier an diesem einen Blatt so ein bisschen diesen weißen, diese gelben Ränder, dass das kein Pilz ist, sondern ich will jetzt nicht Pflegefehler dazu sagen, ne? Aber das passiert häufiger bei den älteren Blättern, dass dann die Pflanzen so ein bisschen Nährstoffe brauchen und wenn es zu trocken, zu nass ist, dann werden diese Ränder immer gelb. Das wurde halt einem auch erklärt und sowas. Das fand ich irgendwie sehr schön. Moment, jetzt habe ich hier irgendwo gerade, ist mir aufgefallen, nee, Spiritus Sancti war das hier. Das hier ist eine Anthurium longissimilobum. Genau, habe ich mir gekauft wegen diesem wunderschönen langen Blatt. Genau, das ist das Neueste. Dann haben wir hier noch so ein paar Blätter, die kreuz und quer wachsen. Genau, musste ich halt einfach nehmen. Weiß ich gar nicht, wie viel ich dafür bezahlt habe. Steht hier irgendwo der Preis drauf? Genau, 90 € habe ich dafür bezahlt. Die wollte ich unbedingt haben. Deswegen habe ich sie mir vor dem Verkauf schon reservieren lassen oder beiseite gestellt. Genau. Genau, deswegen ist es halt mir aufgefallen, wenn man das präsentiert kriegt oder Pflanzen mit einem echten Preis dahinter. Warte mal, gleich. Dann kriege ich dich jetzt schon raus. Nö. Uiuiui. Dass man dann sehr viel mehr oder sehr viel gewillter ist, die Pflanzen zu kaufen. Ne, wenn man das jetzt irgendwie so gesagt kriegt, ey, guck mal, die Pflanze und 80 € und man sieht die Pflanze denn und man denkt sich so, wow, guck mal, hast du nicht doch irgendwie noch ein bisschen Platz dafür oder die will gerade keiner und der Startpreis ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15 € oder so und du denkst dir die ganze Zeit, ah, okay, guck mal, für 10 €, die kann ich mir dann eigentlich auch noch mal gönnen. Und so kommt man dann halt von der einen zur anderen Pflanze. Ah, lass mich das mal so machen. So und so. Genau. Oder wir machen es mal andersrum. Nee, das wird nichts. Genau. Das hab ich zumindest gemerkt, dass man dann wirklich sehr viel gewillter ist, Pflanzen zu kaufen. Ein paar Situationen waren auch sehr komisch. Das heißt, der Herr, der ältere Herr war halt gerade dabei, so wirklich sehr kleine Pflanze vorzustellen und hat sich da wirklich alle Mühe gegeben, die Pflanze halt vorzustellen, weil das war wirklich nur so ein kleiner Topf, so ein kleiner Topf an Pflanze und er gibt sich da die Mühe, das alles vorzustellen und zu sagen und hat dann auch noch Bilder gezeigt, wie die Pflanze denn halt aussieht, wenn sie groß ist. Und dann auf einmal kommt halt Alex mit dieser riesen Pflanze da vorbei. Ja, das war schon Situationskomik. Das war wirklich halt schon sehr lustig, weil man hat halt gesehen, wie viel Mühe er sich gegeben hat, diese kleine Pflanze da halt vorzustellen. Und auf einmal kommt da halt so dieses Riesenmonster da halt vorbei. Das war halt schon lustig. Ja, das heißt, wie ist man generell vorgegangen? Ja, das habe ich, glaube ich, ja noch gar nicht erzählt. Das heißt, der Herr hat die Pflanze vorgestellt, man konnte dann einfach die Hand heben und konnte dann sozusagen mitbieten, wenn man gewonnen hat. Dann
Wo musste man die Pflanze direkt gleich bezahlen, ne? Das heißt, man konnte nicht erst zuerst sammeln und dann bezahlen. Man musste halt wirklich jede Pflanze einzeln dann bezahlen. Dann haben die so einen kleinen Sticker, Bezahlsticker gekriegt. Dann konnte man die irgendwo auf einen extra Tisch stellen und ja, konnte dann halt eigentlich weiter bieten, weil diese Preise halt generell ja natürlich direkt erst festgelegt wurden und deswegen hatte man dann direkt bezahlt. Das heißt, wie konnte man bezahlen? Das ist die eigentlich frei. Man konnte sowohl per Karte, per Handy, per Smartwatch, was du auch immer gerade hast, oder auch bar bezahlen. Genau, man hat dann auch gleich noch eine kleine Rechnung gekriegt, falls es dich halt auch noch interessiert. Genau, das heißt, wie lange ging es? Das heißt, um 11 ging es los, nicht wie auf Social Media beschrieben, glaube ich, um 10. Von 12:30 Uhr bis 13:15 Uhr gab es Pause. Wie gesagt, es gab was zu trinken, es gab was zu essen. Und ich hätte gestern nicht wässern sollen. Genau. Und danach ging es, glaube ich, noch. Also ich bin um 15 Uhr gegangen. Weil ich brauche zurück immer eine Stunde länger. Ich bin dann eine Stunde zurückgefahren, war dann um 7 Uhr zu Hause. Ich glaube, angesetzt war es, glaube ich, bis 4. Genau, und zum Schluss fand ich leider ein bisschen schade, kamen diese ganz großen Pflanzen. Das heißt, so diese zwei großen Pflanzen habe ich mir, glaube ich, im Nachmittag gekauft. Das heißt, die und die da. Genau, fand ich eigentlich sehr schön, dass ich noch ein bisschen länger geblieben bin, weil sonst hätte ich diese wunderschönen Pflanzen nicht gekriegt. Genau, ansonsten war es halt eigentlich, ne? Also ich finde, live vor Ort zu sein eigentlich immer noch besser, als das irgendwie auf dem Handy oder auf dem Desktop halt anzugucken. Genau, also find ich halt eigentlich immer nur besser, wenn man da halt wirklich live vor Ort ist, wenn man zumindest die Möglichkeit hat. Oder man guckt sich dann halt bei irgendwem noch so die Highlights an oder so. Ich weiß gar nicht, ich hab so viel gefilmt, ich weiß gar nicht, wie ich das schneiden soll. Aber ich denke, dass ich da irgendwie nur so die Highlights so auf so eine halbe Stunde, 40 Minuten trimme oder irgendwie sowas. Ich glaube nicht, dass es euch jetzt interessiert, oder noch so ein paar Outtakes zu sehen. Ich glaube, das interessiert eigentlich meistens nicht. Das heißt, meistens will man ja sehen, ey, hier so diese großen Pflanzen, wenn irgendwelche Leute dabei lachen, wenn der Herr irgendwelche Witze gemacht hat, so das finde ich ja eigentlich interessant, so eine Art Zusammenschnitt-Highlight-Video. Ich habe jetzt auch nicht alles aufgenommen, sondern immer dann, wenn ich schon gesehen habe, okay, da kommt jetzt irgendwas Großes oder irgendwas Besonderes, dann habe ich die Kamera halt angemacht. Ich habe halt auch ein paar verschiedene Blickwinkel gehabt, damit es nicht so öde wird und da irgendwie immer noch ständig nur so einen Blickwinkel hat. Zum Glück hatte ich mein Stativ dabei. Ich hatte mir extra noch ein Stativ mitgenommen. Also nicht das, womit ich jetzt gerade aufnehme. Ich hatte noch so ein anderes. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Ich finde mich da irgendwie immer so ein bisschen peinlich, wenn du da so der Einzige bist, der in der ersten Reihe wie in der Schule, wie so ein Streber da in der ersten Reihe mit deinem Handy sitzt. Ne, also ich habe mich dann halt auch noch ein bisschen auch überlegt, okay, wo setzt du dich jetzt hin, ne? Wenn du dich jetzt ganz nach hinten setzt und das wird nicht so voll, dann sieht das halt doof aus, weil dann hast du diese leeren Sitze da vor dir und dann ist es halt auch nicht schön, weil du dann halt sagst, okay, guck mal, du filmst jetzt die ganze Zeit leere Sitze und da ist halt eigentlich keiner. Wenn du dich jetzt in die erste Reihe setzt, dann bist du irgendwie wieder wie so ein Olla Streber mit deinem Handy. Genau, ich habe mich dann aber eher für die erste Reihe entschieden, weil das das beste Bild halt gab. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn es jetzt wirklich voll wird gegen Mittag oder bis Ende, zumindest war so der Plan, dann kannst du von hinten nochmal eine Aufnahme machen. Genau, guck mal, so den Rest, den muss ich jetzt spülen. Da klebt noch sehr viel dran, weil das halt alles nass ist. Finde ich aber ein sehr schönes Wurzelwerk für die Pflanze. Genau. Das machen wir hier nochmal ab. Genau, und habe dann halt noch ein paar Shots von hinten gemacht. Wie voll war es? Muss ich jetzt wirklich lügen? Ich glaube, das waren so 20, 30 vielleicht. Ich habe das nicht im Kopf, weil ich habe darauf nie geachtet. Aber ich war da halt so fokussiert auf die Pflanzen und was da gerade vorgestellt wird und ob das Handy läuft, ob das Mikrofon alles an ist, ob man den Herrn versteht, dass ich nicht so wirklich darauf geachtet habe. Aber es war wirklich voll zum Schluss.
Ich glaube, ein paar Sitze waren halt wirklich frei oder waren leer. Aber fand ich doch sehr überraschend, dass es doch wirklich so voll geworden ist. Fand ich sehr schön, also ringsum. Fand ich wirklich eine sehr schöne Erfahrung, da gewesen zu sein. Ich finde Live-Sales, wenn man wirklich vor Ort ist, fand ich wirklich schöner, wenn man die Möglichkeit dazu hat, weil dann halt die Pflanzen angeboten werden, die man sonst normalerweise nicht kriegt. Genau, ich mache jetzt eine kurze Pause, räume das schon mal weg und dann packen wir die beiden anderen Pflanzen aus. Das ist ein Plan. Bis gleich. So, ich habe aufgeräumt. Genau, zwei Pflanzen haben wir noch. Das heißt, die beiden kleinen Schätzchen hier. Und ich habe dir eigentlich, glaube ich, schon alles erzählt über die Messe, wie man bezahlen kann, wo es ist. Das wisst ihr, das steht auf der Webseite. Genau, was ich halt generell so ein bisschen schade finde oder warum die Messe für mich persönlich, oder warum die Messe zumindest für mich persönlich gut funktioniert, weil man hat halt auch eigentlich gleich den Preis an der Pflanze. Klar, es gibt so ein scannbares PDF, glaube ich, ne, was man sich da so überall scannen kann und dann kann man die Preise nachschlagen. Ich finde, das hat aber irgendwie so ein bisschen, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pflanze habe und die mir gefällt, ne, ich habe sie in der Hand, ich weiß, wie sie heißt. Und dieses PDF hat wirklich sehr viele Seiten. Mir fehlt da eine Suchfunktion. Ich weiß nicht, ob ich mit 35, Hashtag Boomer, ein bisschen zu blöd bin, in dem PDF auf dem Handy nach einem Namen zu suchen. So. Kann sein, dass ich dafür einfach zu doof bin. Ne, aber mir persönlich fehlt da halt so eine kleine Suchfunktion, dass ich dann halt in dem PDF kurz nach dem Namen suchen kann. Gerade wenn es halt irgendwie jetzt nicht gerade mit A, B oder C anfängt oder Anthurien ist ja unglaublich lang, diese Liste über mehrere Seiten. Dann möchte ich halt gerne nach einem Namen suchen können. Ne? Das finde ich persönlich halt schöner. Genau, und das fehlt mir halt so ein bisschen, ne, dass man dann halt wirklich schneller an das kommt, was man halt haben will. Ob man dieses PDF nicht auf eine Webseite auslagert oder auf eine Unterseite, auf einem HTML-Dokument, Passwort geschützt, jede Woche ein anderes Passwort. Dann kann man da halt auch suchen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie heutzutage schon PDF-Dokumente gibt, die man durchsuchen kann. Genau. Genau, also die Pflanzen wurden halt generell oder wurden halt für mich mit so einem großen Sack umschlossen. Hopp, warte. Da. Genau, jetzt fährt schon erstmal wieder alles runter. Lass es mich mal so drehen, dass ich euch auch noch sehe. Genau. Hier oben haben sie dann halt noch so ein bisschen Folie raufgelegt. Ne, dass hier eigentlich nichts rausfällt. Und ich glaube, das ist eine Pflanze, die, glaube ich, keinen Namen hat, wenn ich mich jetzt so richtig daran erinnere. Ich kann hier mal an dem Topf gucken, ob hier irgendwas draufsteht. Da steht bezahlt. Nö. Wir nennen ihn jetzt mysteriöse Pflanze. Genau, aber ich zeige ihn dir jetzt auch mal, ob ich das hasse, diese ganzen kleinen Sachen, die hier an diesen Pflanzen kleben, ne? Ich bin irgendwie immer so der Typ, das muss so irgendwie alles ganz sauber sein. Genau. Boah, was für ein Stamm, ey. Okay. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das eine Mischung ist. Aber wenn du weißt, was das ist, dann kannst du das ja in die Kommentare schreiben. Hammer. Das hier ist das erste Blatt. Das ist das älteste Blatt. Und das hier ist das neueste Blatt. Genau. Musste ich mitnehmen, weil diese Pflanze hat mir wirklich sehr gefallen. Was mir halt auch noch sehr gefällt, ist dieser sehr variegierte Stängel. Ne, dass der Stängel halt so ein bisschen variiert ist. Genau, und ich liebe sehr große Pflanzen. Gerade wenn ich irgendwie noch den Platz dafür habe, ich stehe da wirklich drauf. Weil man die, guckt euch mal den Stamm an, ne, weil man die normalerweise so nicht zu kaufen kriegt und weil der Preis für so eine sehr große Pflanze doch schon sehr stark sinkt, oder dann halt im Vergleich, weil so eine großen Pflanzen kann normalerweise keiner stellen.
Und deswegen, Gott. Nee, mein Gott. Wie stelle ich dich jetzt, dass ich euch auch noch sehe? Wunderschön, oder? Ach komm, wir können ja mal ein bisschen nach Schädling gucken, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass da eigentlich nichts drauf ist. Nee. Weil Exagenera ist da eigentlich schon immer sehr, sehr gut, was das angeht. Genau, Transportschäden sehe ich jetzt erstmal keine. Ne, ich glaube, das Blatt, das war hier auch schon vorher kaputt. Zumindest das Loch, das war halt auch schon vorher, weil es das letzte Blatt ist. Interessiert mich das nicht. Also hier ist halt auch so ein kleiner Schnitzer drin, der kann vielleicht vom Auto gewesen sein. Aber ansonsten sehen die Pflanzen wirklich einwandfrei aus. Damit stelle ich mir irgendwie mal runter, weil ansonsten kriegen wir hier Probleme. Genau. Mysteriöse Pflanze Nummer B12. Nein, genau. Fangen wir jetzt mit der letzten Pflanze. Machen wir jetzt mit der letzten Pflanze weiter. Genau. Also fand ich für den ersten Live-Sale wirklich sehr, sehr, das fand ich wirklich sehr gut kommentiert, waren ein paar Witze dabei. Also man hat halt wirklich, also ich finde, man hat halt alles rausgeholt, was halt ging, ne? Weil so dieses Pflanzenthema, ich bin mir ja bin ja ganz ehrlich, so dieses Pflanzenthema, es erschöpft sich sehr schnell. Gerade was halt auch so Content für YouTube angeht, ne? Gerade diese meine Top 10 Pflanzentipps so, oder meine Top 10 Gadgets, so, das ist so, oh, also ich finde, man kann es halt irgendwann nicht mehr hören. Aber man kann halt auch nichts anderes machen, ne? Deswegen ist es ja ganz, ganz, ganz okay. Und wenn man dann halt noch so ein paar. Wenn man dann halt noch so ein paar kleine Witzchen einbaut oder mit dem Publikum interagiert, so wie der Herr das gemacht hat, so dann ist das halt wirklich top. Wirklich. Haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Fand ich auch persönlich sehr gut durchdacht. Der Alex hat wirklich sehr schöne Pflanzen da rausgesucht, hatte ich glaube, eine größere Auswahl. Konnte man wirklich nicht mehr haben. Man hat halt auch immer nachgefragt, ey, möchtet ihr vielleicht noch irgendwas ganz Besonderes haben? Oder oder nachmittags wurde dann halt zumindest nachgefragt, ey, wenn jemand gehen muss, dann sagt uns doch bitte, was ihr irgendwie generell noch sehen wollt an große Pflanzen, kleine Pflanzen oder irgendwas Besonderes, dann zeigen wir euch das. Bezahlvorgang fand ich eigentlich okay. Dass man das wirklich. Wie ich diese Hintergrundgeräusche hasse. Dass man jede Pflanze einzeln zahlen muss, hat halt eigentlich immer so ein bisschen den Flow durchbrochen. Ne? Man wollte jetzt auch keine Pflanze verpassen. Aber fand ich wirklich sehr cool. Das ist eine, jetzt seht ihr das zuerst, Philodendron Lumanii. Ein sehr großer, genau. Ich zeige euch den jetzt auch noch. Ich muss das irgendwie immer sofort alles aufräumen. Hier diese ganzen kleinen Sachen. Wenn ich das sehe, dann kommt so mein innerer Monk gleich durch. Können wir es noch schöner sehen? Guck mal, so. Jetzt habt ihr mich auf der einen Hälfte und die Pflanze auf der anderen. Mir ist auch, als ich die Pflanze das erste Mal hingestellt habe, ist mir so aufgefallen, dass die Pflanze wirklich fast genauso groß ist wie mein großer Philodendron, der da genau in der anderen Ecke steht. Da hinten, den habt ihr ja vielleicht auch schon gesehen. Die Pflanze ist wirklich fast genauso groß. Dann kann ich vielleicht noch weiter zurückgehen. Ich glaube, hier hinten ist ja eine freie Ecke. Dann seht ihr mal, wie groß diese Pflanze ist. Ja. Genau, hier hinten bin ich jetzt. Und so groß ist jetzt die Pflanze. Also sie ist halt wirklich schon wahnsinnig. Wenn man jetzt mal bedenkt, ach, ich bin schwach.
Wenn man jetzt halt mal bedenkt, dass die Pflanze nur 140 Euro gekostet hat, das ist halt wirklich ein Schnäppchen. Ist das hier eine Blüte oder ist das ein neues Blatt? Guck mal, hier das rote kleine Stämmchen da. Okay. Genau, ist eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen. Das heißt, wie wurde bezahlt, habe ich euch erzählt. Wie wurde vorgegangen, habe ich euch auch erzählt. Das heißt, der Alex hat eigentlich immer Pflanzen rausgesucht und die wurden dann halt einzeln vorgestellt. Wenn halt gesehen wurde, okay, es gibt halt keine Nachfrage, dann wurde halt auch schnell die nächste Pflanze genommen und nochmal im Wechsel, mal eine kleine Orchidee, mal was Großes. Und er hatte nachgefragt, ey, besteht denn generell Interesse an Orchideen? Dann war halt eher so verhalten, dann kamen halt wirklich sehr wenige Orchideen. Preise waren eigentlich auch alle bunt gemischt. Das heißt von Pflanzen für, ich glaube, das Billigste waren, glaube ich, 10 Euro, eine 10-Euro-Pflanze oder 15 Euro. Also eigentlich, es war halt eigentlich alles dabei von 15 bis 40 Euro, würde ich mal so schätzen, war so der Hauptbereich. Klar, es wurde dann halt auch natürlich höher geboten für so eine riesige Pflanze. Für so eine riesige Pflanze wurde dann natürlich halt auch noch höher geboten. Das heißt, über 100 Euro waren halt eigentlich immer sehr selten Pflanzen dabei. Wenn wir es gleich schon mal so sehen, dann können wir gleich schon mal so ein bisschen nach Viechern gucken. Nee. Nee. Nö. 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 Keine Viecher. Genau, es gab eine Pflanze, die war, glaube ich, eine absolute Rarität, wo der Herr gesagt hat, dass die irgendwie in Amerika für 500 oder 1000 Euro wegging. Er hat sie, glaube ich, für 150 angeboten. Die wollte aber, glaube ich, so keiner haben. Die Pflanze war, glaube ich, so hoch oder so. Also eine absolute Rarität. Also sah jetzt halt für mich jetzt nicht so besonders aus, wenn ich jetzt sage, okay, entweder du nimmst die jetzt für 140 oder du nimmst sowas für 150, dann würde ich persönlich, würde jederzeit so eine große Pflanze nehmen. Denn so eine großen Pflanzen kriegt man wirklich effektiv nicht für so einen Preis. Genau. Ich fange mich an zu wiederholen. Ich hoffe, ihr habtet Spaß dran. Ihr habt euch gut erholt bei dem Video. Ihr habt einen Einblick bekommen, wie es da so vorging. Genau, 20 bis 30 Leute. Es war, glaube ich, fast voll. Ich würde mal sagen, bis auf so 5 Plätze war, glaube ich, wirklich alles belegt. Zum Schluss standen auch, glaube ich, noch ein paar Leute. Genau. Fand ich wirklich sehr schön. Würde ich, glaube ich, nochmal machen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Wenn ich irgendwas vergessen habe, wenn ihr noch irgendwas wirklich wissen wollt. Genau. Deswegen würde ich sagen, wuff und bis nächsten Sonntag um 10 Uhr.